Maria jubelt und gibt Gott Dank. Sie preist den Herrn in großer Freiheit, mit großer Freude, mit großer Liebe. Und sie erzählt nicht darüber, was sie getan hat, dass sie ja gesagt hat zu der Botschaft des Engels. Sie preist die Größe des Herrn. Sie verkündet mit ihrem Mund, was Gott an ihr getan hat. Sie teilt mit und sie tauscht sozusagen im Lobpreis aus, was sie erlebt hat und wie sie es erlebt hat, wie sie es empfindet, dass dieser große Gott auf sie herabschaut. Sie, die irgendwo in Nazareth gelebt hat, ganz einfach, bescheiden, nicht so groß bekannt. Aber dass sie sich bewusst geworden, sie ist sich bewusst geworden, was dieser Blick, allein der Blick Gottes auf sie, was das bedeutet. Dann kommen ja noch die Worte dazu. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Liebe Brüder und Schwestern, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Ich glaube, das ist eine so wichtige Botschaft für uns und für viele heute. Manchmal denken wir, ich muss so gut oder noch besser sein, um dem Herrn zu gefallen. Ich bin nicht gut genug, deswegen bleibe ich jetzt schon mal lieber weg. Ich bin nicht würdig. Ja, natürlich sind wir nicht würdig. Wir sind nie würdig. Wenn wir es von der Würdigkeit her schauen, ja dann müssen wir sagen, okay, Waffen strecken, ich bin nicht würdig. Aber es gibt jemand, der uns heiligt. Hebräerbrief haben wir die Tage gehört. Es gibt jemand, der an uns arbeitet. Es gibt jemand, der auf uns schaut und der uns beschenken möchte, der uns befreien möchte. Ihr werdet jetzt vielleicht darüber erstaunt sein, über das, was ich jetzt sage, wenn ich von jemandem spreche, mit dem rechnen wir in dieser Adventszeit jetzt überhaupt nicht. Lukas im 23. Kapitel. Jesus am Kreuz. Er wird verspottet. Wenn du der Messias bist, dann steig herab vom Kreuz. Und das sagen ja einige von den Schriftgelehrten oder Hohenpriestern, es sagen auch die Soldaten, es sagt sogar einer, der mitgekreuzigt ist. Aber einer sagt: Herr, denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Und wir kennen die Antwort, Jesu. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Liebe Brüder und Schwestern, jeder Zynismus, jeder Stolz, jeder Spott verschließt die Türen zum Reich Gottes. Und wie viel wird gespottet und ist Zynismus da? Aber dieser Verbrecher, der nichts von sich selbst erwarten konnte, er hat gesagt: Jesus, denk an mich. Er hat geglaubt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Er hat geglaubt, dass es über das Leben in dieser Welt ein ewiges Leben gibt. Deswegen richtet er sich an Jesus: denk an mich. Und er hat vorher noch seinen Mitgekreuzigten, hat er noch irgendwie getadelt und hat gesagt: wir wissen, warum wir die Strafe verdient haben. Dieser aber hat nichts getan, dass er den Tod am Kreuz verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, es geht auch um Erkenntnis. Es geht um die Erkenntnis unseres Lebens, unserer Schwachheit. Und wenn wir unsere Armseligkeit, unsere Schwachheit, vielleicht sogar unsere Gottesferne erstmal erkennen, das ist dann die beste Voraussetzung, dass wir vor Gott treten können, damit wir ihn endlich auf uns schauen lassen, auf unser Leben, auf unsere Armseligkeit. Und wenn schon Maria, die reine Jungfrau ist, die unbefleckt empfangen,
wenn sie schon sagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd, seiner Dienerin, hat er geschaut, wer sind wir dann, dass wir sagen, ja Herr, du bist aber dies oder jenes tun, ich bin so gut und ich bin so gut. Wer sind wir dann? Liebe Brüder und Schwestern, ich darf das aus meinem persönlichen Leben sagen, die mit den größten und tiefsten Gotteserfahrungen habe ich selbst in der Beichte gemacht, wo es schwer war, wo es manchmal peinlich war, Dinge einzugestehen. Aber ich habe gerade in diesem Augenblick habe ich die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes wirklich gespürt. Da wurde es auf einmal sehr greifbar, sehr konkret. Und Gott, wenn wir Gott auf unsere Niedrigkeit schauen lassen und ihm unsere Wunden zeigen, dann können wir jubeln mit Maria. Siehe, von Jüngern preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Was hat Gott Großes an Maria getan? Ja, sie wurde ohne die Erbsünde empfangen. Aber vielmehr noch das Große, sie trägt Jesus in sich. Was ist das Große, das Gott an uns tut? Durch die Sakramente der Kirche, durch die Beichte dann, ich habe davon gesprochen, bekommen wir wieder diese Taufgnade, diese Reinheit zurück. So wie Maria rein ist, wir werden ganz rein. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und wie Maria schenkt Gott sich uns ganz und wir dürfen Jesus in uns tragen. Das ist das Große, das Gott zu jeder Zeit für jeden Menschen tun möchte. Was er an Maria getan hat, das möchte er uns alle schenken. Möge er unser Herz, unseren Geist dazu öffnen, damit wir mit Freude und Dankbarkeit Gott uns hinhalten mit unserer Armseligkeit, damit er sich unser ganz annehmen kann, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.